Und damit hallo und herzlich willkommen zurück beim Miss Survival. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Da ist er, das gute Stück. In der letzten Folge endlich mal den Bogen gemacht. Jetzt können wir uns ja eigentlich auch mal mit ein paar Dingeskirchen hier anlegen. Infizierten Zombie-Nasen. Garage. Oh. Okay. Wo seid ihr denn alle hin? Kommt jetzt hier durch den Haupteingang wahrscheinlich. Ja. Nicht die geringste Ahnung, das waren nur locker drei Stück. Was mache ich jetzt mit denen? Geduldig bleiben und hoffen, dass hier nochmal einer langkommt, oder? Sieht nicht so aus, als würden die hier nun herwandern. Kann ich irgendwie klappern, dass sie mal hierher laufen? Das ist ja mal voll ätzend. Hallo. So eine Katastrophe, wenn ich da jetzt reingehe. Da ist einer rumgeschlichen. Habt ihr gesehen? Ich traue mich nicht so richtig. Tja, keine Ahnung, was mit denen ist. So weit ins Licht laufen nehmen wir eigentlich nicht hinterher. Aber scheiße, was. So bekloppt hier. I know. Oh. Ja. Nein. Zack. Sim, ich höre hier noch extrem viel mehr von den Jungs. Es wird ja hier wieder eine Hasenjagd. Angst. Hallo. Oh. Ich habe gedacht, er ist hinter mir, ja. Oh, ich habe Flüsschen in der Hose. Wo sind die denn alle? Die sind oben. Oh. Hallo, Jungs. Scheiße. Hat er mich gehauen? Oh,
Verbinde dich mal bitte. Ey, was die oben sind, das hatte ich aber auch noch nicht so oft. Wenigstens hatten sie was zu essen in der Tasche. Wahrscheinlich gerade wieder keinen Ton gesagt, ne? Ich hatte so die Hosen voll. Hört ihr noch was? Salz. Muss uns auch unbedingt einen Bären killen. Hör nichts mehr. Klemm die da oben unter der Decke. Was ist der denn für mich verloren? Ein Kartoffelchen. Hier gibt es ja schon mal nichts. Oh. Mist, hier brauchst du auch nochmal eine Crowbar. Messer, sehr gut. Oh, das hat ja mal hingehauen. Hallo? Hallo? Sag mal! Da ist, liegt doch hier so eine Platine hier drin. Ich kann die nicht nehmen. Ja, zum Zombie hier. Wenn ich hier Loot liegen lassen muss. Ja, war ja oben nicht so viel los. Außer die eine zu Tür noch. Zucker. Ah, noch mehr Salz. Vorrangig. Sehr gut. Fünf Stück, da können wir schon ein bisschen Bärenfleisch mit einreiben, hätte ich bald gesagt. Ein Verband, jetzt fängt es aber langsam an sich zu lohnen hier drin. Mehr Munition. Die Übung ist noch nicht so ganz wieder da, ne? Das war jetzt das erste Zombiehaus seit der letzten Staffel, ne? In dieser hatten wir jetzt auch gar keine großen Begegnungen. Den sind wir, den sind wir immer aus dem Weg gegangen, den guten. Ich nicht dran. Schickes Bild. Beim nächsten Mal wird es vielleicht schon wieder ein bisschen besser. Ich hätte die Hosen voll hatte hier in der Bude. Komponenten. Oh. Sehr gut. Nähkästchen noch. Hier kannst du auch reingucken. Da ist aber nichts Spannendes drin. Okay, wir brauchen eine Crowbar. Zwei Türen. Gut, dass wir hier gleich um Ecke wohnen. Ich jetzt hier alles. Beziehungsweise, wo sind denn meine ganzen Pfeile hin? Die habe ich doch hier irgendwie. Auch nicht so richtig wiederbekommen, oder? Wie die fliegende Hose. Keine Ahnung, ich hole erstmal eine Crowbar. Können wir die gleich so erstellen vielleicht sogar. Zieh denn? Hier. Jo. 6 Scraps, 2 Komponenten. Ist eigentlich kein Problem. Eine Stunde. Das ist die oh, Kohldampfaste. Ja, lass dir Zeit, ne? So schnell kommen die Zombies ja bestimmt nicht wieder da drüben. Schön essen, trinken. Wenn Glück hast, kommt noch Mist dazwischen. Ne.
Habe ich die Crowbar jetzt dabei? Ja. Meine Knie und schwungvoll über den Zaun. Dann reiß mal auf die Türen, bevor ihr auch wer wiederkommt. Hm. Ja, nochmal ein paar Metal Scraps. Jo. Rucksackerweiterung. Dann hat es sich ja gelohnt. Und noch eine Cola oben drauf. Mir noch was? Nö. Nee. Hier waren wir dran. Dann machen wir oben noch die Tür. Ich hier so ungern irgendwas liegen lassen, nicht, dass ich was übersehe. Wir brauchen jedes Teil hier, um weiter zu survivalen. Hab ich reingeguckt, ne? Nee. Mann, noch mehr Munition. Cool. Hätte ich jetzt doch beinahe schon wieder ausgelassen. So, auf nach oben. Und die Tür aufgeknackt hier. Hallo? Oh, eine Jacke hätte ich auch gerne mal mitgenommen. Aber die Schrote, die ist auch schon mal nicht schlecht. Hier darf ich wohl nicht ran. Ein paar Schuhe stehen noch rum für mich. Medikamente. Oh. Und viermal Munition. Und sicher mal. Wetter ist noch gut draußen. Wenn wir mal ein kleines Auge drauf haben. Hier kommst du wirklich nicht bei, ne? Nee. Dann sind wir, glaube ich, durch. War jetzt nicht schlecht. Gab einen Haufen Munition. Guck ich wahrscheinlich schon zum dritten Mal rein, ne? Wir haben es. Jo. Hier noch was vor der Tür im Müll oder was? Ich bin ja auch nicht zu schade drum. Hier dürfte eigentlich nichts drin rumfliegen. Hier bin ich mir nicht mehr sicher, aber hier liegt auch nichts. Gut, dann sind wir hier durch mit dem Thema. Muss man nach dem Rechten sehen, nichts vergessen. Werkbank brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Wir haben jetzt selber eine geklaut. So, einen Verband schon wieder verbraucht, weil der Zombie uns verprügelt hat. Mal zusehen, dass ich mal den Loot ein bisschen loswerde. Wir haben nämlich bald wieder schon Kohldampf. Und hier ist schon alles voll. Aber nichts mehr zu beißen. Das heißt, eigentlich müsste ich ja mal also einen Bären vorsprechen. Mit dem Schießpulver. Das lege ich erstmal hier rein. Bin ich es nachher wenigstens nicht wieder. Mal ein bisschen Krams wegsortieren. Bleibt ja jetzt nicht aus. Salz. 10 Stück, das ist schon gar nicht mal so verkehrt. Was hatte ich denn jetzt hier eben noch? Ach, diese Box, da weißt du doch eh wieder nicht, wohin. Die packst du mal hier mit rein. Electronic Part. Ein Pfeil haben wir nur wieder bekommen. Oh, ziemlich schwache Leistung. Gut, hier ist eh voll. Und Medikamente kannst du hier noch reinpacken. Hm.
Munition hätte ich gerne auch. Alles an Ort und Stelle, obwohl Schrotflinte kannst du gleich mal durchladen. Das war der falsche Spind. So, Stiefel. Mal die auch mal anziehen, ne? So ärmlich sind wir jetzt auch nicht. Rover nimmst du immer mit. Hier kannst du wieder reinladen. Zucker müssen wir noch loswerden. Hab ich denn den gelassen? Ich nehme an, da wo ich auch das Salz reingepackt habe, habe ich wieder nicht gesehen. Ne, doch nicht. Ah, hier ist er. Ja, gut, so ein paar von den Dosen haben wir noch, aber trotzdem sollten wir mal sehen, dass wir uns mal ein Bär durchgrillen. Und die Schrote wolltest du mal laden. Lust und Hunger geht noch. Lass die hier. Die auch. Das Kartoffel, die brauchen sowieso erstmal nicht. Später, wenn wir uns dick was kochen, dann ja. Wenn es denn diesmal was wird, ich will es mal hoffen. So, ein paar Schuhe ziehen wir uns mal drüber. Protection Bad. Naja. Zumindest sind wir ein bisschen schneller damit. Können wir vielleicht ein bisschen schneller weglaufen. Schrotte durchladen. Sehr gut. Ist jetzt die Frage, ne? Nimmst du. Den Pfeil hatte ich mit. Ich glaube, wir haben 7 Pfeile in der Bude verschossen. Wie habe ich denn das geschafft? Ist ja ein Verschleiß, das darf es ja keinem erzählen. Da oben wäre ein Bär. Wollen wir den gleich noch wegmachen? Hast du ein Messer mit? Hast du 2 sogar, aber 1 ist bald kaputt. Gute alte Bär. Ich glaube, ich gehe auf Nummer sicher beim Bären. Ich bin ja schon verletzt. Da habe ich keinen Bock, jetzt mit dem Bogen drauf zu ballern, aber normalerweise reichen 2 von den großen Hunting-Pfeilen. Ich weiß jetzt nicht, ob auch ein großer und ein kleiner reichen würde. Ich will es jetzt im Augenblick noch nicht ausprobieren. Erstmal zu, dass wir hier. X brauchen wir auch noch ganz viele später. Muss ich, glaube ich, mal nach der Runde nochmal eine kleine Sammeltour machen. Hallo Bär. Bist du hier irgendwo? Sehe keinen. Sehr ehrlich keinen, der ist doch normalerweise immer hier, oder? Hätte ich jetzt auch gedacht. Scheint gerade in der Pause zu sein, oder was? Ein Stück weiter hier runter, aber ich habe keinen Bock, mich so weit vom Haus zu entfernen. Bestimmt schneller wie ich. Eine Feder nehme ich mit. Ach, wir können uns ja zur Not auch ein paar Hühner schießen. Unten auf der Farm und ein paar Hähnchenschenkel essen. Das geht natürlich auch. Nehmen wir gleich noch ein paar Äste und Blätter mit hier um den Weg. Sorry, Frosch im Hals. Die Hühner können wir jetzt auch mit dem günstigen Bogen erlegen. Wirklich brennt nicht zu Hause, der Bär.
Wie spät haben wir denn? Dann könnten wir ja 14 Uhr schon. Lohnt sich jetzt nochmal hoch in die Stadt zu fahren? Eigentlich auch nicht. Vielleicht können wir ja nochmal ein Haus oder sowas mitnehmen. Ich glaube, hier in der Mitte bei der Scheune waren immer welche, ne? Gucken, ob das funktioniert hier noch. Oh, schon über eins drüber gefahren. Versehentlich. Da ist doch eins. Hallo, Bobby. Entschuldigung, das ist gemein, ne? Aber wie soll man denn sonst an Fleisch drankommen, bitte? Erster Schuss gleich getroffen. Ja, ich bin ja von mir selbst überrascht. Hier waren wir noch gar nicht drin, ne? Hier noch ein paar Bretter rum. Nehmen wir mit. So, ein zweites Hühnchen brauchen wir dann aber noch. Wer wird denn schon von einem Hühnchen satt? Zusehen, dass es mal auf den Tisch kommt. Auf den Tisch kommt, nicht dass ranzig wird. So, keiner gesehen, nichts passiert. Und auf jeden Fall auch eine ganze Menge Fett, das wir durchlaufen lassen müssen. Schön langsam hier über den Huckel. Sind die. Machen wir nochmal ganz kurz einen Abstecher in die Stadt. Zu viel Zeit haben wir ja nicht mehr, bevor es dunkel wird. Und lass das Auto bitte heile, das wäre mir recht wichtig. Ah ja, da fällt mir gerade noch was ein, wo wir nochmal unbedingt reinschauen sollten. Wo waren das hier oben? Ne, hier oben nicht. Ja, noch drehen, ne? Glaube, weiß es nicht mehr. Irgendwo ging es ja auch rechts rein in die Rabatten. Ach, hier war das. Oder halten wir hier mal an. Geh mal da oben zu dem Hochsitz. Wenn mich hier irgendwas gleich Wolli nimmt. Hör mal. Auf hier ist kein Bär. Bär? Komm ich denn da jetzt hoch? Das ist eine relativ gute Frage. Wahrscheinlich nur von hier nicht. Hier durchs Gemüse schlagen. Ah, hier geht's hoch. Räumen wir bis das Ding hier noch leer. Doch nicht meine sämtliche Ausdauer hier verbrauchen. Ich gleich nochmal ein bisschen vor einem Bären weglaufen muss. Mal von hier oben mal ein bisschen den Ausblick.
Gucken mal, was ich hier so looten lässt. Da sehe ich da schon mal einen Rucksack. Und hier so ein alles Licht, das können wir auch mitnehmen. Mach mal Schuhe. Jetzt haben wir hier eine Schuhsträhne. Na. Egan ärgert er mich ja immer ein bisschen. Ah, zwei Spinte. Ah. Schleppen wir jetzt von hier oben. Ist ja enttäuschend. Immer mehr als enttäuschend. Zwei Spinte, ein Schrank und ich kann hier nur zwei Lampen von der Wand reißen. Na gut, immerhin ein Rucksack-Upgrade, das war jetzt nicht ganz verkehrt. Das ist ja... Gucke lieber nochmal. So. Guck mal, da kommst du hoch. Einen schönen Blick über die Stadt. Wir sollten uns jetzt vielleicht auch mal ein ganz klein wenig sputen. Trotz der gemütlichen Runde. Aber... Ich hätte gern irgendwie noch eine sichere Möglichkeit zum Übernachten. Falls es denn jetzt bald dunkel werden sollte. Wir haben Bock hier im Düstern durch die Stadt zu geistern. Finde ich jetzt mal nicht so prickelnd. Steht unser Auto. Oh. Über den See stürzt. Wenn ich jetzt mal noch wüsste, in welchen Häusern wir hier schon drin waren und in welchen nicht, ne? Was, wieder kein Benzinkanister dabei? Hier war doch, glaube ich, überall noch Sprit drin, ne? Jo. Wir haben schon wieder Durst. So. Sehen die Häuser gleich aus? Ich hab... Ja, nix. Ne, hier ist auch niemand drin. Sieht genauso aus wie das Haus, in dem wir eben drin waren. Okay, hier ist noch ein Koffer. Haben wir das hier schon gelootet? Oder ich habe da nicht die Türen wieder dazu gemacht. Nehmen wir erstmal den Koffer hier nochmal mit. Damit ich ein bisschen was reinpacken kann, falls ich hier doch nochmal was finde. Steht da erstmal gut. Waren hier schon, oder? Bin mir leider nicht mehr sicher, welche Häuser wir jetzt hier schon abgeklappert haben oder nicht. Hätte ich mir auch mal merken können. Hier sieht es doch verdächtig leer aus. Ja. Ist hier bestimmt schon wieder viel besser. Meine Wenigkeit. Ah ne, hier ist noch zu. Hier auch. Scheiße. Alle drei verschlossen. Das war eine Crowbar dabei haben, aber die habe ich ja gleich kaputt genudelt. Und noch schlimmer wäre es, wenn ich hier schon gewesen wäre. Nicht dran. Die Türen einfach wieder zu werden, weißt du? Aber eigentlich
schon mal gut aus. Also für einen Swat-Helm waren wir ja schon mal hier. Sonst gibt es hier echt gar nichts. Das macht mich ein bisschen stutzig. Na gut, dann ist das so. Swat-Helm war auf jeden Fall noch da. Oder auch schon wieder da. Dadurch, dass viele Häuser auch gleich aussehen, ne, ist das noch verwirrender. Ich weiß nicht. Ihr werdet es mir in die Kommentare schreiben. Großer Schelte. Das lässt mir jetzt keine Ruhe. Gut. Wir sind hier auf jeden Fall noch nicht durch. Ich packe mal den Koffer auf den Pickup. Sollte den vielleicht auch mal ein Stück hier ranholen. Und dann hole ich vielleicht noch ein, zwei Autos hier weg, die ich beim letzten Mal nicht hingekriegt habe. Und dann können wir ja in dem Haus, in dem wir eben gerade waren, noch ein bisschen übernachten und looten dann in der nächsten Folge, am nächsten Tag, hier mal ein bisschen weiter. Hier bitte. Ich mache hier erstmal Schluss für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Unsere ersten Kämpfe haben wir ja so halbwegs überstanden. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch beim Mist Survival. Macht's gut. Bis denn. Ciao, ciao.